Hallo und herzlich willkommen zu meiner Reihe Was koche ich heute? Ich bin Sophie und teste mit dir heute den Nicer Dicer Chef von Genius. Heute teste ich mit euch, ob man damit schnell einen schönen Sommersalat zaubern kann. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du dies hier gerne tun. Und damit du kein Video verpasst, mach einfach die Glocke an. Da es im Moment sehr warm ist, möchte ich mit dir gerne einen Melonen-Feta-Salat machen. Der ist schnell und einfach zubereitet und schmeckt bei dem Wetter richtig schön erfrischend. An Zutaten brauchen wir natürlich die Wassermelone, eine Packung Feta, zwei kleine rote Zwiebeln, zwei Esslöffel Kerne. Ich habe hier den Kerne-Mix von Gut Bio aus dem Aldi. Habe den schon angeröstet in der Pfanne, so dass ich den gleich nur dazugeben muss. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch ein bisschen Pfeffer und einen Spritzer Zitrone. Dann legen wir mal los. Als erstes bereiten wir die Melone vor. Viertel sie. Und löse das Fruchtfleisch aus der Schale. Da ich gleich Würfel haben möchte, schneide ich mir jetzt erstmal Scheiben runter, sodass ich dann immer solche Scheiben in der Stärke habe. Die brauche ich dann gleich nur drauflegen. Natürlich könnte ich den Rest jetzt auch mit der Hand schneiden, aber es geht ja heute darum, auch den Nicer Dicer zu testen und auszuprobieren. Ich will ja den Salat direkt in die Schüssel reinschneiden. Dann schälen wir eben noch die Zwiebeln. Das habe ich wieder auf meinem Zeber, dann kann ich das direkt wegräumen. Den Feta-Käse möchte ich auch würfeln. Deswegen zerteile ich den nur einmal in der Mitte, damit die Würfel etwas kleiner ausfallen. Kerne habe ich ja schon geröstet, also kann ich die schon dazustellen. Dann sind wir mit der Vorbereitung fertig. Ich möchte natürlich mehrere Aufsätze ausprobieren, deswegen wechsle ich die. Für die Melone werde ich den 24x24mm Aufsatz nehmen. Für den Feta-Käse nehme ich den 12x12 Aufsatz und die Zwiebel werde ich reinhobeln. So habe ich dann schon mal drei Aufsätze getestet. Die Premiere! Ich habe ihn auch noch nicht getestet. Bisher habe ich ja den Nicer Dicer benutzt, also den kleinen. Und natürlich könnt ihr das mit dem auch zubereiten. Ich nehme den großen Aufsatz, 24x24mm für die Melone, damit man schöne große Stücke hat. Und fange jetzt an. Die Melone ist durch. Ich zeige euch das mal. Also die Schüssel ist auch schon zu zwei Drittel, würde ich sagen, befüllt. Aber die passt rein. Das ist schon mal gut. Das finde ich schon mal von Vorteil. Als nächstes nehmen wir den anderen Aufsatz. Ich wechsle den Aufsatz auf 12x12mm und schneide damit den Feta-Käse. Der Vorteil an dem großen Gerät ist, hoffe ich zumindest, dass ich jetzt auch die ganze Scheibe drauflegen kann und die nicht wieder durchschneiden muss. Ja, tatsächlich, ihr seht, ich zeige es euch auch so nochmal, die Scheibe passt drauf. Ich bin gespannt, wenn ich das durchdrücke, wie das Ergebnis aussieht. Schöne Würfel, bis jetzt gefällt es mir. Jetzt ist die Schüssel aber auch langsam voll. Die hat ein Fassungsvermögen von 3300 Milliliter. Jetzt wechsle ich den Aufsatz, damit ich direkt die Zwiebeln reinschneiden kann. Setze den Hobel an die Stelle, wo die Klappe eigentlich ist. Drehe mir das einmal um, dass ich von hier hobeln kann. Ich spieße die Zwiebel auf und fange an zu hobeln. Dann müssten ja eigentlich schöne dünne Ringe dabei rauskommen. Ich probiere es mal. Mit dem Knopf kann ich das dann immer weiter runterdrücken. Das ging schnell, würde ich sagen. Schön. Ich gucke mir das jetzt an. Das ist das Ergebnis. Schöne, dünne Zwiebelringe. Ich nehme den Deckel ab. Jetzt kommt der geröstete Kernemix hinzu. Ein Spritzer Zitrone. Ich nehme jetzt hier die fertige von Gut Bio. Einmal drüber und ein bisschen Pfeffer.
Jetzt nur noch vorsichtig verrühren und er ist fertig. Tada, das ist mein Melonen-Feta-Salat. Schnell und einfach zubereitet. Ich habe ihn gerade schon probiert. Bei dem Wetter wirklich optimal. Fruchtig, ein bisschen Schärfe durch die Zwiebeln. Der Feta-Käse, schön salzig. Mit der Zitrone. Einfach perfekt. Gut, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du dies hier gerne tun. Und damit du kein Video verpasst, mach einfach die Glocke an. Ich würde mich freuen, wenn du das Video teilst oder kommentierst. Ich freue mich immer, wenn ich von euch Feedback kriege. Und bin immer ganz gespannt, wer schreibt. Viele liebe Grüße, eure Sophie.